Hallo Pfeifen, ich bin hier Max hier von Ron Ponce TV und ich stehe zusammen mit Carlos Eduardo Rocha, Zadanado. Wie geht's dir, Carlos? Super, wie immer wollte. Ja. Und wie gefällt's dir auf der FIBO hier? Hey, super Veranstaltung wie immer, ne? Phantomstand, Tapout, XFC auch dabei bei diesem großen Turnier hier im Shoto. Ist echt der Hammer. Ich habe nie gedacht, dass Deutschland so schnell hochkommt. Ja, wir machen uns langsam, ne? Ja, das geht schon hoch, ne? Wir kommen gleich mit Brasilien zusammen. Ja, gut, okay. Also das dauert ein bisschen, aber es läuft langsam. Aber wir haben ja Gott sei Dank auch Leute wie dich, die halt so super gut am Boden sind wie du. Und mal vielleicht zurückkommen auf den Kampf von wegen bei UFC 126, Manel LeBay in Vegas gegen Jack Ellenberger. Findest du auch, dass du vielleicht in der ersten Runde den zu viel am Boden gezeigt hast, dass er eine totale Angst hat, mit dir auf den Boden nochmal zu gehen? Ja, das war so. Also wenn er Kämpfe von ihm vor mir sieht, das ist voll ein Striker, ein Ground and Pound Typ, wo alles K.O. geschlagen, im Edge Runde, bis zweite Runde nie. Na, und bei mir hat er versucht, die Edge Runde auf die Ground and Pound zu kommen, hat aber nicht geklappt, weil ich habe ihm gezeigt, wie er ihm selber in seinem Interview gesagt, dass er als Babystuhl kaputt macht, ne? Hat aber nicht gemacht. Und die zweite Runde hat er wieder am Anfang der zweiten Runde wieder Ground and Pound zu kommen, hat wieder nicht geklappt mit der Kimura, ne? Und da hat er gesagt, oh, gedacht bestimmt, ne? Oh, geht nicht mehr. Und dann war das, ne? Abstand, Abstand, Abstand und durch Punkte, weil er wusste, er ist die Favoriten mit, ne, 30 Kämpfen und Top 5, ne, und ich nur mit 2 Kämpfen bei UFC. Ne? Es war schon klar, dass er durch Punkte, ne, macht, gewinnt. Also ich habe auch gedacht, wegen in der ersten Runde, du hast ein bisschen auf dem Boden und hast eine Position gemacht. Du hast ihn ja quasi vorgeführt. Du hast gezeigt, das war mit Absicht. Also was er gesagt hat, mein Interview, war ich so wut, dass ich wollte Dana White zeigen, mein Potenzial. Da habe ich die ganze UFC-Veranstaltung begeistert. Ich bin reingekommen mit 20 Fans und rausgekommen mit 20.000. Ja. Na, und alles hat viele gegen Ellenberger, na, der war jetzt fast bei der Titelkämpfen. Ne? Und ich, na, von unter komme ich und sage, wie man kämpfen sollte. Ja, das war, also erste Runde war extrem beeindruckend. Also was du am Boden gezeigt hast, das war also phänomenal. Also wirklich, du hast ihn vorgeführt. Und danach hat man gemerkt, von wegen, er geht auf Distanz, er hat Angst, mit dir auf den Boden zu gehen und er probiert es irgendwie über die Zeit zu retten. Genau, das war aber so gelaufen. Na, ich habe versucht, wieder ihn auf den Boden zu bringen, aber er hat immer Abstand gemacht. Da können wir deutlich in der Video, in den Kämpfen sehen. Na, und das war deutlich, dass er immer weggegangen. Wo ich auf Boden gegangen, in eine Zeit, wo er schlagen will, habe ich auf Boden gegangen. Er hat selber, nein, gehe ich nicht, na, besser nicht. Na, und dann habe ich gesagt, okay, stehe ich auf, dann gehe ich mit dir auf die Ground and Pound. Dann habe ich mit ihm Stand, mit meinen Kicken, na, das ist schon klar, dass er gesperrt ist, von UFC bis Oktober, August, na, kann er nicht kämpfen, na, mit großer Verletzung in den Ellbogen. Na. Und sein ganzes Gesicht war auch alles, ne, kaputt. Das beweisen, dass ich getroffen habe, dass ich die ganze Zeit eben getroffen. Na, und bei mir war nichts, war gar nichts. Ne? Das aus, als kämpfst du gerade vom Duschen. Genau, ne? Genau. Nur Schwitz und top. Carlos, also wir sind ja gerade auch beim Tap-Out Cup und gucken uns das Grappling an und so. Und ich habe gehört, von wegen, du hast auch wieder ein bisschen Lust, müssen wir ja noch zu grappeln, ja? Ist das so? Ja, richtig. Also ich vermisse schon diese Leben in die Matte, Rollen. Na, das macht mich Spaß, das ist mein Leben. Ne? Und ich kann nicht einfach hier in Deutschland kommen und diese ganze schöne Veranstaltung verpassen. Ich muss mitmachen. Nach meiner OP, meiner Ellbogen, ne? Dann werde ich starten und dann werde jede Veranstaltung von Grappling dabei sein. Oh, schön, da freuen wir uns aber alle drauf. Dann sehen wir dich wieder öfters hier überall, ne? Ich will gern Deutschland Grappling, Brasilien Jiu-Jitsu groß zu machen. Na, mit großen Kämpfen werde ich auch ein paar Brasilianer von Brasilien mitbringen. Gutes, na, Kontakt, telefonieren und sagen, komm, hier gibt es gute Leute. Na, ja, super. Na, und dann werde ich auch mehr
Kraft und mehr, ne, mehr noch eine Hand dazu geben für Deutschland, ne, dass wir hochkommen, schnell wie möglich. Also Carlos, das nehmen wir alle gerne an, weil wir wissen ja, wegen was für super Leute du am Start hast in Brasilien. Du hast ja wirklich unglaublich gute Leute da und du bist selber ein unglaublich guter BJJ-Kämpfer. Und na klar, solche Leute brauchen wir hier, die die Szene fördern, wo wir uns alle zusammentun. Was steht bei dir bei der UFC jetzt schon an? Weißt du schon irgendwie einen Termin, wann es da nächstes Mal einen Kampf gibt? Oder? Also UFC will überdenken, dass ich im Rio de Janeiro kämpft, weil da habe ich die höchsten Fans, alles, also Anderson Silva dabei, ich dabei und noch ein paar Fighter, beliebter von Brasilien. Aber ich kann nur kämpfen nach meiner Operation mit der Ellbogen. Sonst kann ich nichts sagen. Am Dienstag werde ich alles entscheiden. Ne, und dann ja, mal gucken, was los ist. Wenn nicht nach der OP, dann geht es richtig los. Da freuen wir uns schon alle drauf, Carlos. Carlos, erstmal vielen herzlichen Dank fürs Interview. Möchtest du noch irgendjemanden grüßen, was sagen, irgendwas zu deinen Fans oder so? Ja, ja? Sicher. Zuerst will ich meine Mannschaft, Dasulida, ne, mit meinem Herz bedanken. Na, meine ganze Familie, meine ganze Freundschaft, na, XFC, Phantom, na, und Cuidado und auch meine ganze Schüler, auch viel Bedank. Und noch eine, nächste Kämpfe wieder, deutsche Lied und deutsche Fahne rein. Eintreten, versprechen. Alles klar, da freuen wir uns drauf. Jawohl. Danke dir, Carlos. Ne? Noch eine kann ich danken. Du darfst immer, du darfst immer. Diese TV. GNP TV, das ist der Beste von MMA hier in Deutschland und das wird auch groß sein.